Parodontitis ist eine ernste Erkrankung des Zahnfleisches, die unbehandelt zu schwerwiegenden Folgen FA ein Viertel rennen kann, wie zum Beispiel Zahnverlust. Klar, ein viertelglicherweise gibt es jedoch Maßnahmen, die ergriffen werden können, um einer Parodontitis vorzubeugen und die Gesundheit des Zahnfleisches zu erhalten. In diesem Video werden wir uns genauer damit beschäftigen, wie man einer Parodontitis vorbeugen kann. Die richtige Mundhygiene ist der Schla ein Viertel SSL zur Vorbeugung von Parodontitis. Regelmäßiges Zähneputzen nach den Mahlzeiten und vor dem Schlafengehen ist unerlasslich, um Plaque und Bakterien zu entfernen, die zu Zahnfleischentzündungen ein Viertelendungen FA ein Viertel rennen können. Es ist wichtig, eine Zahnbar ein Viertel STE mit weichen Borsten zu verwenden und gute Putztechniken anzuwenden, um Verletzungen des Zahnfleisches zu vermeiden. Zahnseide und Interdentalbar ein Viertelsten kann ebenfalls dazu beitragen, die Zahnzwischenraum sauber zu halten und Plaque zu entfernen. Eine gesunde Ernährung ist ebenfalls wichtig FA ein Viertel die Vorbeugung von Parodontitis. Lebensmittel, die reich an Zucker und Kohlenhydraten sind, FA ehren das Wachstum von Bakterien im Mund und kann zu Zahnfleischentzündungen ein Viertelendungen FA ein Viertel rennen. Stattdessen sollten Sie sich FA ein Viertel eher eine ausgewogene Ernährung entscheiden, die reich an Obst, GEMA ein Viertel SE und Vollkornprodukten ist. Diese Lebensmittel liefern wichtige Nährstoffe FA ein Viertel eher gesundes Zahnfleisch und kann ihn dazu beitragen, Enza ein Viertelendungen zu reduzieren. Regelmäßige Zahnarztbesuche sind ebenfalls entscheidend FA ein Viertel eher die Vorbeugung von Parodontitis. Ihr Zahnarzt kann Anzeichen von Zahnfleischerkrankungen FA ein Viertel zeitig erkennen und geeignete Behandlungen empfehlen, um das Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern. Darüber ein Viertel BER hinaus kann Ihr Zahnarzt Ihnen Tipps geben, wie Sie Ihre Mundhygiene verbessern können, um Parodontitis vorzubeugen. Rauchen ist ein weiterer Risikofaktor FA ein Viertel eher Parodontitis und sollte vermieden werden, um die Gesundheit Ihres Zahnfleisches zu erhalten. Rauchen schwächt das Immunsystem und kann die Heilung von Zahnfleischentzündungen ein Viertelendungen erschweren. Wenn Sie rauchen, sollten Sie in Betracht ziehen, mit dem Rauchen aufzuhören, um das Risiko von Parodontitis zu reduzieren. Stress kann ebenfalls zu Zahnfleischerkrankungen beitragen, da er das Immunsystem schwächen und Enza ein Viertelendungen im KAPR erhöhen kann. Um Parodontitis vorzubeugen, ist es wichtig, Stress zu reduzieren und Entspannungstechniken wie Meditation, Yoga oder Atema ein Viertelbungen in den Alltag zu integrieren. Zusammenfassend lässt es sich sagen, dass Parodontitis eine ernste Erkrankung ist, die unbehandelt zu schwerwiegenden Folgen FA ein Viertel rennen kann. Klar, ein viertelglicherweise gibt es jedoch Maßnahmen, die ergriffen werden können, um Parodontitis vorzubeugen und die Gesundheit des Zahnfleisches zu erhalten. Durch die richtige Mundhygiene, eine gesunde Ernährung, regelmäßige Zahnarztbesuche, das Vermeiden von Rauchen und die Reduzierung von Stress können Sie Ihr Risiko FA ein Viertel eher Parodontitis reduzieren und ein gesundes Lachen bewahren. Denken Sie daran, dass Prävention der beste Weg ist, um Ihre Mundgesundheit zu erhalten.